Ein Mönch hebt die Welt aus den Angeln. Martin Luther. Seine 95 Thesen werden zum Startschuss der Reformation. Sollen wir ganz untätig bleiben? Ich antworte dir nein. Luthers revolutionäre Gedanken beschäftigen die ganze Welt. Bis heute. Mit ihnen beginnt die Spaltung der Kirche, die noch immer besteht. Könige und ganze Länder fallen vom alten Glauben ab. Ungezählte Kriege werden im Namen des Glaubens geführt. Einfache Menschen fangen an zu lesen und sich eine eigene Meinung zu bilden. Gott ist für alle da. Flüchtlinge suchen eine neue Heimat. In Amerika und anderswo schaffen sie neuen Wohlstand. Und Martin Luther, mit dem alles begann, gerät in die Mühlen der Politik. Die Reformation wird gekapert von deutschen Landesfürsten, aber auch von Täufern, die jede Obrigkeit ablehnen. Die Reformation breitet sich nach England aus und in viele andere Länder. Am Ende wird Europa, wird die Welt anders aussehen als zuvor.